Wow, du hast echt schon viele Rätsel geknackt. Wusstest du, dass dieses Buch hier, die Bibel, auch voller Rätsel ist? Jesus hat zu den Leuten oft in Vergleichen und Bildern gesprochen. Manche haben ihn verstanden und manche nicht. Einmal sagte er, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Und zu seinen Jüngern hat er gesagt, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet. Ich glaube, er will damit sagen, dass oft gerade die, die sich für besonders schlau halten, gar nichts verstehen. Schlau ist nämlich nicht der, der denkt, dass er alles weiß, sondern der, der Gott darum bittet, verstehen zu können. Wenn du auch eine Bibel hast, probier das doch mal aus. Bitte Gott darum, dass er dir mit der Geschichte etwas klar macht.